Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Die SPÖ möchte jetzt die gesamte Regierung entlassen. Konkret wird sie am Mittwoch einen Misstrauensantrag gegen die komplette türkis-grüne Regierung einbringen. Warum dieser drastische Schritt aus Sicht der Roten nötig sei, was da überhaupt konkret geplant ist und wie denn eigentlich die Stimmung jetzt in der SPÖ, also im SPÖ-Club nach 100 Tagen SPÖ-Chef Andreas Babler ist, das möchte ich jetzt den prominenten SPÖ-Abgeordneten Kai-Jan Greiner fragen. Und damit schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Greiner, das klingt ein bisschen drastisch, einen Misstrauensantrag gegen die komplette Regierung einzubringen. Warum ist das aus eurer Sicht denn nötig? Naja, weil die Regierung ja auch auf der gesamten Länge versagt. Wir seit 2 Jahren tut die Regierung nichts, damit die Preise in Österreich sinken, sondern schaut einfach zu, wie die Preise steigen. Wir haben die höchste Inflation in Westeuropa. Wir haben ja vor dem Sommer vorgeschlagen, dass wir im Sommer durcharbeiten, weil die Inflation, die Teuerung macht ja nicht Pause. Die Regierung wollte das nicht. Jetzt ist der Herbst da. Die Inflation ist im August noch einmal gestiegen auf 7,4% oder erneut gestiegen. Und irgendwann muss Schluss sein, dass die Regierung einfach nur zusieht, wie die Preise sich entwickeln und nicht eingreift. Für ein Drittel der Menschen ist einfach in Österreich das Leben nicht mehr leistbar. Es beginnt damit, dass wir jetzt auch abzurutschen drohen in eine Rezession. Es gibt 1000 Gründe, ehrlich gesagt, wieso ein Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung gerechtfertigt ist. Aber wirklich chancenreich ist dieser Misstrauensantrag natürlich nicht. Haben Sie da mit den beiden anderen Oppositionsparteien geredet, FPÖ und NEOS, werden die das zumindest unterstützen? Naja, entscheidend ist ja, solange ÖVP und Grüne dieser Regierung die Mauer machen, genau. Ist es egal, was die Oppositionsparteien machen. Aber das ist ja eigentlich ein Hilfeschrei, den wir ja nur weiterleiten, nämlich dass dieses Zusehen, wie die Mieten steigen, wie die Energiekostenabrechnungen jetzt eintrudeln und 500 Euro, 1000 Euro, 1500 Euro noch zusätzlich bezahlt werden müssen, wie der Lebensmitteleinkauf nicht billiger, sondern noch immer teurer wird, da kann man nicht länger zusehen. Aber die Blauen wollen ja auch schon die ganze Zeit die gesamte Regierung feuern. Gibt es da Absprachen, dass die mitgehen? Es gibt hier keine Absprachen, sondern einen Vorschlag von uns. Und wir werden sehen, welche Abgeordneten, welche Parteien sich dem anschließen. Aber man muss schon sagen, am Ende des Tages liegt es an ÖVP und Grünen, wie lange sie hier der Regierung des Versagens noch die Mauer machen wollen. Also Sie hoffen eigentlich, dass einzelne Grüne da sagen, wir wollen da nicht mehr mit? Ach, die sind nicht durch besonderen Mut aufgefallen in den letzten Jahren. Das ist ein bisschen so ein das, was wir erleben im Parlament, ist, dass ja sowohl ÖVP als auch Grüne einfach bedingungslos hinter dieser Regierung stehen. Das ist keine gute Nachricht für Österreich. Dass wir die höchste Inflation in Westeuropa haben, ist ja hausgemacht. Das ist ja nicht ein Naturereignis oder einen physikalischen Grund dafür, sondern das ist einfach der Versagen der Regierungspolitik. Und es ist einfach Zeit, dass man dafür sorgt, dass die Preise in Österreich sinken und nicht, dass sie noch weiter steigen. Und diese Showpolitik, die Regierung macht, hier Geld zu verteilen, ja, sehr viel Geld, aber das ändert ja an den hohen Preisen nichts. Und wenn ich einmal ein Geld bekomme, kann ich mir einmal die hohen Preise leisten, aber beim nächsten Mal dann nicht. Das ist das, was passiert. Dieser Schmähpreisdeckel, der uns da verkauft wurde als Mietpreisdeckel, wo die Mieten, die ohnehin schon bis zu 25% gestiegen sind in den letzten 1,5 Jahren, noch einmal bis zu 15% steigen könnten, da kann man nicht länger zusehen. Diese Regierung macht nicht das, was notwendig ist und deswegen hat sie unser Vertrauen jedenfalls verloren. Und ehrlich gesagt, wenn man den Umfragen glauben
darf, dann hat sie auch das Vertrauen bei der österreichischen Bevölkerung schon lange verloren. Mhm. Bevor ich auf diese Umfragen zu sprechen komme, da noch, Sie haben es Schmähdeckel genannt, also diesen Vorschlag der schwarz-grünen Regierung, dass es einen Mietpreisdeckel für 5% geben soll 2024. Nur, das ist eine Zweidrittelmaterie nach Wunsch der Regierung. Die FPÖ lehnt das schon ab. Wenn die SPÖ es auch ablehnt, dann würde halt diese Erhöhung in den Genossenschaftswohnungen um 15% kommen. Nein, unser Vorschlag ist ja ganz einfach, dass wir die letzten Mieterhöhungen zurücknehmen, also zurückgehen auf die Miethöhen, die am Anfang des Jahres waren, und in den nächsten Jahren einen echten Mietpreisdeckel machen, der nämlich die Mieten um genau 0% steigen lässt und dann ab in 3 Jahren maximal 2% pro Jahr. Wieso 2%? Weil das ist auch das Inflationsziel, das politische Ziel, auf das man sich geeinigt hat, dass die Inflation nicht höher als 2% sein soll. Und dann sollen auch die Mieten nicht um mehr als 2% steigen. Mhm. Jetzt findet am 20. September ja auch so eine Menschenkette statt. Das ist von der Gewerkschaft initiiert, auch gegen die Teuerung, Inflation. Und das sind natürlich auch schon die Vorboten zu den Lohnverhandlungen, die ja kommende Woche starten. Werden Sie diese Menschenkette auch unterstützen? Ja, also ich werde persönlich, kann ich sie nicht unterstützen, weil ich im Parlament drin sitzen werde. Aber natürlich, ideell unterstütze ich das. Ich habe auch ein hohes Verständnis dafür. Dazu muss man sagen, dass hier Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aller Parteien, das ist ja überparteilich, diese Menschenkette, zu Recht darauf hinweisen, dass die Inflation in Österreich zu hoch ist. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Lohnverhandlungen, weil die Basis der Lohnverhandlungen ist immer die Inflation. Und dann kommt noch der sogenannte Produktivitätszuwachs dazu. Und das hat natürlich auch die Situation, dass das jetzt schon mehrere Jahre so passiert, dass Österreich als Standort verliert. Aber das ist auch die Verantwortung der Bundesregierung. Hätte sie das, was SPÖ und auch andere vorgeschlagen haben, nämlich in die Preise einzugreifen, bereits beginnend vor 2 Jahren, dann hätten wir jetzt nicht das Problem, vor dem wir stehen. Und natürlich, ich habe volle Unterstützung für die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, noch einmal aller Parteien, die zu Recht sagen, das geht zu weit, die Inflation, und da muss die Regierung endlich handeln. Sie haben vorhin die Umfragen angesprochen und gesagt, dass auch die Bevölkerung quasi das Vertrauen in die Regierung verloren hat. Das stimmt auch. Es sind verheerende Daten für die türkis-grüne Regierung. Aber gleichzeitig zeigen diese Umfragen natürlich auch nicht unbedingt den Vertrauensvorschuss in die SPÖ, weil die SPÖ sich da mit der ÖVP ein Kopf-an-Kopf-Rennen Platz 2, Platz 3 liefert. Ja, das, was wir vor allem sehen, ist, dass bei der Frage, wen soll ich bei der nächsten Wahl wählen, es ganz, ganz viele Menschen in Österreich gibt, die noch nicht wissen, wen sie wählen werden. Und ja, wir werben natürlich dafür, dass wir hier einen höheren Zuspruch bekommen und dass wir möglichst als stärkste Partei hervorgehen. Und zwar vor allem deswegen, weil wir ja wirklich die besten Konzepte haben. Beginnen damit, dass es gerechte Steuerbeiträge von Millionären geben soll und dass wir endlich die Teuerung bekämpfen und dass wir den Staat wieder reparieren, dort, wo er kaputt geworden ist, vor allem im Gesundheitsbereich. Sie sind ja gerade bei einer roten Clubtagung, wo das Ganze ja auch diskutiert wird. Jetzt ist knapp 100 Tage Andreas Babler an der SPÖ-Spitze. Wie verhält sich denn da die Lage im SPÖ-Club, die Stimmung? Weil zuletzt gab es ja innerhalb der SPÖ-Reihen schon immer wieder Querschüsse. Naja, das, was wir hier bei der Clubtagung erleben, ist, dass aus allen Bundesländern berichtet wird, wie gut Andreas Babler bei seiner Tour ankommt. Er tourt ja durch alle Bezirke in Österreich und es wird hier berichtet von vollen Hallen, egal ob das in der Steiermark ist oder in Tirol oder in Salzburg oder in Oberösterreich oder in Wien.
dass Andreas Babler sehr gut ankommt und dass dann auch die Reinigungskräfte dieser Hallen und das Security-Personal dann am Schluss der SPÖ beitreten. Das ist das, was hier berichtet wird. Verstehen. Wir werden sehen, wie das dann in der Realität ist. Vielen Dank, Jan Greiner, für dieses Gespräch. Dankeschön und einen schönen Gruß noch aus dem schönen 22. Bezirk. Schönen Gruß aus dem ersten Bezirk in Wien. Und wir schalten damit in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.